Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu H1Z1. Eine neue Folge, eine neue Staffel, eine neue Serie. Ja, in der letzten Folge haben wir nämlich richtig fett das Maul bekommen. Sind wir in den Hinterhalt geraten. Und jetzt geht's weiter. Wir sind inzwischen auf einem anderen Server gelandet. Namens Frankfurt, also ihr dürft uns suchen. Nicht töten. Ja, und mit dabei sind immer noch der gute iTouch. Hallo iTouch. Grüß euch. Ja, und der Chele. Hoi. So. Wir sind hier völlig getrennt voneinander. Ich bin witzigerweise wieder sehr nah in derselben Gegend. Also aufgeschlagen. Ich renne schon wieder komplett in die Menschenmassen rein. Also ich bin jetzt hier an so einem Trailerpark. Boah, da habe ich gerade mal Leute vorbeifahren sehen. Aus dem Nichts. Oh Schande, da oben sehe ich eine riesen Festung. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich bin, glaube ich, an der Ecke, wo wir gestorben sind. Nee, doch nicht. Das wäre nicht gut für dich. Nee, doch nicht. Alles okay. Nicht okay. Boah, ich bin jetzt schon wieder auf Vorsicht, ne, getrimmt. Das ist auch richtig. Wie gesagt, vorhin jetzt gerade bei mir ein Auto vorbeigedonnert. Und ich bin jetzt auch hier. Ich kann dir mal was sagen. Oder euch. Es gibt wieder weniger Loot. Es gibt wieder weniger Loot. Ja. Red Cat. Ist mir auch schon aufgefallen. So. Vor allen Dingen extrem wenig Munition. Na, ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier finden. Das können vielleicht auch einfach am Server liegen. Ich habe jedenfalls Scrap Metal hier eine Menge, witzigerweise schon. Mal gucken, ob mich das weiterbringt. Nein, natürlich nicht. Na gut, ich bin jetzt hier auch quasi. Ja, eine Axt habe ich schon mal zumindest jetzt. Hier ist gar nichts gerade bei mir, schade. Mit einem Weapon Repair Kit hau ich mir die mal ganz richtig kinne. So. Okay, ich komme jetzt hier zu einer Tankstelle. Also ich habe schon mal einen Schuss 45er rund. Oh fuck. Jeder erschießt mich jetzt. I'm friendly. I have nothing. Ein sehr sympathischer Mensch. Ihr habt nix, tu mir nix, ich bin brav. Bin beim DeSoto Service Stop. DeSoto Service Stop, ich müsste mal. Da waren wir doch. Ich müsste mal nachschauen. Waren wir das letzte Mal? Ob ich dich da. Komm, das Scrap Metal. Ah, ganz im Süden. Ganz im Süden. DeSoto Service Stop. Ah, ich sehe dich, wenn du da Richtung. Du weißt du, wo du lang musst? Wenn du da was der. Ist die Schmidt? Ich bin gerade. Wo geil, ich hab. Leute, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich habe jetzt schon eine Pistole gefunden. Ich habe gar nichts. Ich habe eine Pistole und ich habe dazu sogar schon einen Schuss. Die Schmidt, Wolle? Ich sehe dich noch nicht, aber ich weiß, wo du bist. Du müsstest. Hast du eine große Brücke? Die müsste ziemlich. Entweder du gehst direkt drüber oder müsste direkt bei dir sein. So viele Leute. Naja, das ist schon. Krass, seid ihr in der Nähe, wisst ihr das? Dann schnieft das Risiko ein und guckt mal. Also ich weiß, wo du bist. Oh, schon hell. Ja, weißt du auch, wo du selber bist? Ja. Ich muss im Grunde Richtung Süden. Bist du nicht so weit weg, oder wie? Nee. Scheiße. Boah, sind ja zwei Typen auf einmal. Aber ja, keine Waffe. Branch schmeiß ich auch weg, braucht kein Mensch. Ich bin im Pleasant Valley. Du bist im Pleasant Valley? Ja. Okay, dann müsstest du auch so leicht südlich runterrennen. Also, wir suchen gerade drei Typis, ganzen Häuser und Tankstellen. Ich glaube, wir haben es vergessen hinzugehen. Boah, ich bin jetzt schon wieder. Oh, scheiße, ich höre schon wieder Schüsse. Das geht ja mal gar nicht, ey. Oh Mann, ey, überall Zombies. Und ich habe keinen Rucksack und nichts, ey. Und um ehrlich zu sein, ich möchte hier auch nicht länger verweilen, ohne mit euch zusammen zu sein. Also, ich glaube, es ist am sinnvollsten, wenn wir uns erstmal suchen und finden, bevor wir hier anfangen, uns auszurüsten, beziehungsweise ausrüsten schon, aber
In Maßen. Ich versuche auch gerade. Ich versuche auch gerade ein bisschen abseits von allem zu gehen. Um nicht aufzufallen. Oh Gott, ich bin jetzt schon wieder an einem Punkt, wo ich sage, oh, ich will nicht mehr. Da hatte jemand Bammel. Ja, das ist. Alter, haben Leute ziemliche Festungen hingebaut. Ich hoffe, dass ich den. Hier sind überall Festungen, das ist echt krass. Chele, in welche Richtung bist du jetzt? Hi, guy, I'm friendly. Ich bin nämlich so für Truckstop, weil ich irgendwo einer mit dem Bogen hat. Du bist immer noch am Truckstop? Ja, ich glaube, ich muss jetzt hier weggehen, das sind so viele Leute. Oh, Schande, da vorne ist ein Bär, ey. Oh, zum Glück nur ein Hirsch. Bräuchte ich auch dringend. Also bevor wir uns nicht gefunden haben, kannst du es echt vergessen, dich hier mit irgendwas anzulegen. Na gut, das ist ein Zombie. Komm her, du. Jetzt kann ich schlafen. Ach man, das geht mir so auf den Sack mit den blöden Zombies. Alter, nur mal ruhig hier durchgucken. Boah, hier sind so viele Sachen. Ja, so viele Sachen sind hier nicht mal. Das ist das Schlimme. Hier sind eher. Schlag den jetzt tot hier. Ich hab keinen Bock mehr auf den Penner. Egal. Hier sind viele, viele andere Dinge. Stirb. Eiskalt verprügelt, ey. Und? So. Erstmal die Pistole schon mal laden. Sau gut. Das ist mein Vorteil. Ich habe jetzt schon mal eine Pistole mit 4 Schuss. Das ist sehr gut. Das ist zumindest mal für die ersten Momente ganz, ganz praktisch. Oh je, oh je, oh je. Also ich laufe jetzt auch gerade ein bisschen querfeld ein. Und nicht in der Nähe von irgendwelchen Straßen. Und ich versuche auch irgendwie den Leuten hier aus dem Weg zu gehen. Also den Zombies und so weiter und den Tieren. Wenn wir kennen es am Ende. Oh, ey, ich habe eine Axt, aber was für eine? Leute, ey, hier sind so viele Häuser und alles. Da pfeift einer und der Wolf heult. Nee, ich hab eine Fire Axe. Weißt du, so eine Axt, wie Feuerwehrmänner haben. Ich habe eine Wood Axe. Cool, eine Fire Axe ist auch nicht schlecht. Ja, die hat richtig Bums, glaube ich. Okay. Ja, und eine Crowbar. Bist du. Chile, kurze Zwischenfrage, bist du immer noch an diesem Truckstop? Ja, stimmt, immer noch. Okay. Alter, wenn du Richtung Süden, ich meine, Pleasant Valley kennst du, das heißt, die Umgebung kennst du ja auch noch ein bisschen, oder? Ja, ja, ja. Dann kannst du von dort aus, wenn du Richtung Süden, also beziehungsweise Südosten gehst, müsstest du ziemlich bei ihm ankommen. Halt dich mal am besten einfach Richtung Süden. Weil ich renne jetzt auch gerade südwärts. Warte mal. Genau, was mitgenommen? Also, ich soll Richtung Süden, Südwest, sagst du. Südost, also. Südost, okay. Quasi die Karte links unten. Gut, ich muss erstmal eine Karte finden. Dann na gut, wenn du an der Straßenkarte bist, dann ist es schwierig. Dann die ist ja nicht nach Norden und sowas eingeteilt. Nee, aber du kannst mir doch bestimmt sagen, ungefähr, wo du bist. Ja, ich kann dir jetzt schon sagen, wo ich bin. Ja, wo bist du denn? Ich bin eben bei Cranberry gewesen, bei der Kirche, wo wir uns damals getroffen haben. Ah, okay. Nachdem du das erste Mal gestorben bist. Okay. Oh, Wasser. Oh je. Ja, ich lasse es lieber. Ich nehme lieber nur die Cranberries erstmal mit. Ich laufe hier durch den Wald. Hier ist ein schöner Hügel. Okay, Chili, du bist immer noch beim. Ja. Bei der Service Station. Weil ich jemanden sehe. Auto. Tja, ein Auto. Aber das kann mir nicht passieren. Großer Hügel, okay. Oh Mann, oh Mann, liebe Freunde, ich bin gespannt, was hier rauskommt. Hier ist schon wieder was los. Es ist ein bisschen komplizierter dieses Mal. Letztes Mal. Oh, da schon wieder.
Ja, wir sind ein bisschen zerstreut. Oh, Zombie. Hallo. Bam. In your face. Yes, ich hab ein Scrap of Cloth. Und da verstecke ich mich doch gerade mal kurz. Muss mal kurz kacken. Was? So. Crafting. Woodstick. Huh? Wo ist das Scrap of Cloth? Nein! Wo ist das Scrap of Cloth? Da oben ist es, okay. Huh, da wäre fast schief gegangen. Oh, scheiße. Hier ist ein Auto mit 5 Metal Sheets. Okay. Okay, ich renne jetzt mal Richtung Norden. Nee, lass das mal, lass das mal. Versuch da zu bleiben. Ich weiß, jetzt weiß ich, wo du bist. Wenn du jetzt woanders hinrennst, wird es schwierig. Wenn wir uns dann mitten in der Pampa versuchen zu treffen, könnte okay. Kompliziert werden. Ich bin mitten im Pleasant Valley und bin hier gefunden, aber ich bin fast bei dir. Bist du immer noch im Pleasant Valley? Ich? Ja. Okay. Aber ich versuche hier wegzukommen. Irgendwie. Wäre mal ganz interessant, wenn hier irgendwo mal ein Schild wäre, damit ich mal wüsste, in welche Richtung ich denn überhaupt muss, weil Kompass oder sowas habe ich ja auch nicht. Mhm. Sonst gehe ich gerade so ein bisschen stadtauswärts. Aber wenn ich der Sonne folge, dann müsste das sogar richtig sein. Die Sonne müsste ziemlich die Richtung sein, ja. Ja. Genau. Boah, da waren hier, ich habe mich noch jetzt gerade erschrocken. Hier ist kein Schild. So, ich soll mal sagen können, wo die Straße. Jetzt geht's über Berg und Tal. Schöner Hirsch, hübsch, hübsch. Oh, Leute, das ist immer so eine Sache bei so Survival-Dingern, da erstmal da anzukommen. Jetzt bin ich außerhalb von jeglicher Deckung. Das ist ein bisschen blöd auf offenem Feld. Wenn jetzt hier natürlich einer ankommt, dann stehe ich. Dann stehe ich dann, da, ne? Dann musst du gleich sagen, friendly, friendly, habe ich auch gemacht. Hat geklappt. Ja. Dann rennen. Und dann genau. Die Beine in die Hand nehmen. So ist es. Zombie. Na super. Oh, da unten sind 3. Ich gehe dir mal ein bisschen weiter aus dem Weg. Hier ist ein See, das ist gut. Rucksack wäre nicht schlecht, ne? Ja, das ist wahr. Ich kann schon keine oh Blackberries mehr mitnehmen. Schnell abhauen von der Straße. Oder unten ist eine Höhle, sehe ich gerade. Ah, die hat er zugemacht. Okay, die meine ich schnell die Flasche voll machen. Kein Schild, weit und breit. Jetzt! Da unten ist eins. Hast du das gefunden? Ja, ich habe jetzt ein Schild. Mhm. Jetzt gucke ich mal, wo ich denn überhaupt hin muss. Also. Ich bin im Pleasant Valley. Das ist das beziehungsweise jetzt östlich davon. Abram Highway. So, und wo seid ihr jetzt nochmal? Das siehst du schon auf deiner Karte wahrscheinlich gar nicht mehr. Wir sind so weit im Süden. Also ich sehe noch Bumjig Farms. Die sind im Süden. Das ist die Richtung, wo du musst. Okay. Das Hemingway ist erstmal so die Richtung, die du musst. Der ist Südwesten. Ja. Und ihr seid schlecht. Im Südosten, ne? Genau. Aber dann laufe ich erstmal zum Hemingway Truckstop. Genau, dann können wir uns da treffen. Ich laufe quasi mehr oder weniger in deine Richtung. Okay. Scheiße, bin ich natürlich genau in die falsche Richtung gelaufen jetzt. Na, ja, kann man machen, ne? Und Schäle, müsste jetzt dann bei dir. Oh, jetzt habe ich gerade ein paar Lecks. Ich hoffe, dass ich da die paar Typen, die da direkt bei mir waren, plötzlich nicht mitziehe. Wir dann gleich unsere Ruhe haben. Aber ich müsste jetzt dann. Komm schon. Ich renne.
Ach, dann kann ich wenigstens mal meine Empty Bottle auffüllen. Ja, das habe ich vorhin auch mal gemacht. Du bist, Ich bin? Chele, du bist so... Das ist so ein Truckstop direkt an der Straße, gell? Genau, richtig. Und wenn du da Richtung, ich sag mal, Süden guckst, beziehungsweise wenn du mal Richtung Sonne guckst, und dann müsste rechts davon, also wenn du weiter rechts dann wieder gehst, so ein Hügel sein, oder? Du bist auf quasi ziemlich Anhöhe, ist der. Genau. Guck mal da die Anhöhe runter. Und dann nach rechts quasi. Da müsstest du auch ziemlich auf einem Feld einen hochrennen sehen. Also jetzt gerade nicht, jetzt bin ich gerade in einer so Kuppe verschwunden. Jetzt. Der Soto Service Stop. Das bist du doch, oder? Ja, da bin ich wieder. Ja, bin jetzt gerade, ich laufe direkt zur Tankstelle im Moment. Okay, warte, wir treffen uns oben. Oh. Ich weiß gar nicht, was ich anhabe. Hab ein schwarzes Hemd an, ein schwarzes T-Shirt. Schwarzes T-Shirt, okay. Ich bin wieder in meiner Hillbilly-Montur. Der Stern von einem Hydranten. Von einem gelben Hydranten. Na gut, das hilft mir jetzt im Moment wenig. Nee, auf dem Auto. Auto? Auf einem Auto. Hat gerade jemand von euch eine Karte vor der Nase? Nicht ganz direkt, aber ich habe eine neben mir offen. Ja. Wieso? Was suchst du? Ja, ich bin gerade... an diesem See. Weiß jetzt nicht, wie der See heißt. Ja. Wo wir letztes Mal waren? Nee, beim Pleasant Valley. Östlich davon ist ein See. Wie heißt der? Wolltest du die Stimme? Ja. Siehst du mich hüpfen? Ah ja, bestimmt. Ach gut, wir haben uns... Die erste Vereinigung ist da. Was, an einem See? Ja. Wie heißt der See? Ja, das ist die große Frage. Wie heißt der See? Ruby Lake. Wie? Ruby Lake. Ja, kann sein, aber das ist östlich vom Pleasant Valley. Südöstlich vom Pleasant Valley. Da ist eine Insel drinne? Ja. Das ist der Humperdinck George, oder wie das ist. Ja, genau. Ja. Da bin ich gerade. Okay, wenn du da quasi... Wollen wir uns beim Radiosender treffen? Na, siehst du das, iTouch, bei dir auf der Map? Ich hätte es gesehen, aber ich muss jetzt nochmal ganz genau gucken, wo ich jetzt bin. Du musst Richtung... Beziehungsweise wo jetzt der Radio ist. Du müsstest ein ganz großes Gebirge sehen. Ja, da bin ich auch gerade gewesen. Und dann nach rechts laufen. Okay, mach ich grad. An der Gebirgskette nach rechts und dann ganz oben am Ende von der Gebirgskette ist dann die Radiostation. Okay. Genau. Kann sein, dass ich da gar nicht mehr so weit weg bin von. Nee, wir sind ungefähr gleich weit weg. Ah ja, ich sehe die Radiostation. Wollen wir uns dort treffen? Ich glaube, ich sehe die gerade. Ist sie ganz oben auf einem Berg? Ja. Genau. Ganz, ganz, ganz oben? Ja. Gut, dann gehe ich da hin. Okay, Wolle. Okay. Chela, hast du hier schon alles durchsucht? Ja, ist ziemlich vor. Ne? Noch nicht ganz alles. Wo bist du? Außen. Noch eine Flasche und Munition gefunden. Hab nicht genug Wo Platz draußen? Für eine Flasche. Oh, das ist Platz ja eine, das für eine ja. Flasche? Ich habe selber nur eine einzige Flasche. Kannst du haben, wenn du willst. Ich hab eigentlich keinen Platz dafür. Wobei, ich glaube, das Scrap Metal kann ich hier erstmal wegschmeißen. Das ist hier eher zweitrangig. Wo bist denn du jetzt gerade? Bist du in ein Haus reingegangen? Nee, steht draußen. Brauchen wir ein Fernglas momentan? Ich würde sagen, im Moment eigentlich nicht, aber ich sehe dich gar nicht. Ich schmeiß mal das Scrap Metal auch weg. Ja, das brauchen wir hier im Moment nicht. Ich hol mal die Flasche. Bitte nicht. Was ist los? Ich glaube, da ist ein Wolf. Oh. Wolle, wo bist du? Ich bin jetzt hier gerade in diesen Shop rein. Ich würde mal sagen, wir laufen Richtung iTouch und dann liefern wir zusammen mal die Häuser durch. Ja, ich bin nur kurz am gucken, ob es hier irgendwo Basics gibt, weißt, dass ich... Ja, zumindest im anderen Laden, da gibt es nochmal Flaschen oder eine Flasche. Warte mal, ich komme mal raus. Auto. Wolle, hast du das auch gehört? Bitte? Hast du das Auto auch gehört? Nee, aber ich sehe dich nicht. Wo bist denn du? Mit dem anderen Laden. Gegenüber von der Tanke. Ah, jetzt sehe ich dich.
Olle, wir wollen hier weg. Ja, bin ich auch dafür. Komm mal mit. Ja, ich kenne den Weg, ich kenne den Weg. So, du kennst ihn ja auch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier. So. Mach nur hier rein. Bin doch eigentlich schon. Okay, und wir müssen im Grunde genommen hier nur diesem Pfad da vorne mehr oder weniger folgen, glaube ich, ne? Ich glaube, jemand verfolgt. Alles? Ah, nee, jemand verfolgt Kabel, mich. Ne? Jemand verfolgt mich. Ist es ein Zombie oder jemand? Nee, jemand. Sicher? Ja, er schießt mit dem Bogen nach mir. Der reagiert nicht auf Friendly. Lauf einfach weiter, lauf einfach I'm weiter. I'm friendly. Please leave me alone. Ja. So, liebe Freunde, ich würde sagen, während Altach hier um sein Überleben bangt. Wie immer. Ja, komisch, ne? Komisch. Ja, komisch. Rennen Chele und ich ihm entgegen. Und ich sehe gerade, meine Energy geht runter. Ich muss mir nochmal was reinhauen. Mach mal ein Folgenpäuschen und dann sehen wir uns übermorgen wieder zu einer neuen Folge H1Z1. Macht's gut, bis dahin. Und der Chele winkt zum Abschied. Time to. Und tschüss.